Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand, selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Ihr seid nun im Akaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Akaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört,
dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Ich will euch nicht. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber. Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Was? Aufpassen! Willkommen! Willkommen! Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können?
Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saarthal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheit. Gehören nicht dazu. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf.